Hallo, 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 hier ist Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute haben wir den 16. März und heute am 16. März hat Geburtstag nicht der Marc Hagenbeck. Auch nicht der Sascha Ehlert. Ja, nicht der Sascha Ehlert. Sondern, wer hat Geburtstag? Oh mein Gott. Ich drück mal drauf. Markus Lanz hat Geburtstag. Der Mann, der Wetten, das an die Wand gefahren hat. Der Lanz, der kann's halt, ne? Ja. Nicht so richtig gut. Nicht so richtig gut. Nee. Ja. Markus Lanz ist 1969 geboren, am 16. März. Und was ist noch am 16. März passiert? Ja, 1986 fand in der Schweiz eine Volksabstimmung zum Beitritt zu den Vereinten Nationen statt. Allerdings, eine Dreiviertelmehrheit hat dies abgelehnt. Kennst du die, kennst du von, nimm mich nicht hingucken. Ah, es geht das schon wieder. Kennst du von der Schweiz die Kantone, wie heißt das? Die Kantone. Kantone? Ja, kennst natürlich du die? Kenn ich die Kantone. Welche kennst du? Lass mir überlegen. Nein, Bern, Zürich, St. Gallen, Graubünden. Graubünden, da fahre ich übrigens dieses Jahr noch hin. Nicht lesen! Ja, willst du mich jetzt ernsthaft die ganze Sache sag mal, okay, was kennst du denn da? Pose Muckel und... Pose Muckel? Ja, Freiburg, Wart und was da so alles gibt, ne? Du kennst dich ja gar nicht aus. Also ich hätte gar nichts gewusst. Ach nee. Ich hätte echt nichts gewusst. Ach nee. Kinder, macht das bloß nicht zu Hause nach. Wieso? Ja, weil es nichts bringt. Aber die Kantone von der Schweiz... Ja, die muss man können. Ist ja sowas wie die Bundesländer in Deutschland. Tut mir leid, wer die Kantone von der Schweiz nicht kennt und samstags seinen Rasen nicht mäht, die Leute müssen mal alle an die Wand stellen, meine Meinung. Und wird man wohl noch mal sagen dürfen. Und was macht man denn, wenn die an der Wand stehen? Waschen. Waschen. Ja. mit dem Kärcher abdampfen. Genau. Und am 16. März 1815, wohlgemerkt, nimmt in den Niederlanden Wilhelm der VI., das ist er, von Oranien nach den napoleonischen Wirren als Wilhelm der I. den Titel der Niederlande an. Ach ja. Ja. Also der ist hier König gewesen. Dann Wilhelm der Erste. Ich verstehe nicht ganz, warum er sich dann Wilhelm der Erste nennt und eigentlich Wilhelm der Sechste war. Das war, aber weißt du, was mich noch mehr verwirrt? Warum er so bescheuerte Haare hat? Nee, warum ist der freiwillig Holländer geworden? Kann man nicht beantworten. Ja, dann sage ich doch mal Cheerio, Miss Sophie. Mach's gut. Morgen geht's weiter. Tschüssi.